Ja, Brecht. Hallo? Ich wollte zur Pension. Zu wem? Zur Pension. Pension? Ja. Hier ist keine Pension. Hier ist Herr Brecht. Ja, das habe ich ja gelesen. Du bist doch der Herr Brecht, wo da die Anzeige in der Zeitung ist. Mich hat keiner in der Zeitung angezeigt. Nicht, da steht aber hier, du bist jetzt Pensionär. Ja, das ist richtig. Ja, genau. Und da wollte ich mal fragen, wie viel Zimmer du noch freier hast. Na, hier ist doch gar keine Pension. Na, aber du bist doch Pensionär. Also wie viel Zimmer hast du denn frei? Naja, also das, wo die Oma und ich schlafen, ist eins und dennoch das eins für die Gäste sind zwei. Aber da steht ein Doppelbett drin. Ja, weil der Opa, der kommt gleich rum. Wieso? Na, du bist doch eine Pension. Ne, eine Pension bin ich doch nicht, habe ich dir doch schon gesagt. Doch, du bist Pensionär und der Opa, der kommt gleich. Ja, ich wollte auch nur Bescheid geben, dass der Opa mir ein paar Leute mehr mitbringt. Ach mein Gott, nochmal, was ist das denn? Na, die kommen mit dem Reisebus, 25 Leute. Auf meine, in mein Haus? Ja, und die wollen bis übers Wochenende bleiben. Moment, Oma, hier kommen Gäste, 25, mit dem Bus. Die wollen alle hier bei mir schlafen. Ja, weil du die Pension bist. Ja, aber ich habe doch nur zwei Zimmer. Da stand aber deine Adresse stand aber dabei hier. Ja, das ist richtig, aber wir haben auch gar nicht so viel zu essen für so viele Leute. Kannst du nichts kochen? Ich bin ja keine Pension. So, pass auf. Also, die wollen viermal Schweineschnitzel. Ich bin keine Pension. Hast du Rinderroulade? Also, ich bin keine Pension und bei mir kann man nicht essen. Kein Schweineschnitzel und keine Rouladen. Dann leite ich die jetzt um. Dann leite die jetzt um. Ich weiß, wo ich sie hinschicke. Sag es. Zum Radio.